Ein recht herzliches Willkommen zurück zu Half-Life Blue Shift. Wir hatten in der letzten Folge hier aufgehört, nachdem ich einmal vergessen hatte, schnell zu speichern und ich ein bisschen mehr davon rausgekommen bin und ich finde es sinnlos, dann sich wieder durchzukämpfen, um beim selben Stand wieder aufzuhören. Deswegen habe ich da mal kurz etwas vorgeschepult. So. Was gibt's jetzt hier noch? Und zwar waren wir noch nicht auf der anderen Seite von dieser, nennen wir es mal Treppe. So. Schauen wir, was es hier gibt. Zahnräder. Aha. Neue. Ja, Rüstung. Auch ganz gut. Ja, hier gab es nichts mehr. Von hier kamen wir. Also müssen wir dann wahrscheinlich hier links lang. Bäm, Junge. So einfach, ne? Bin mal gespannt, was hier ist. Ja, Holz, ne? Mal schauen, ob es kaputt geht, ne? Lol. Okay. Bin mal gespannt, was da so gibt. Aber wir gehen erstmal weiter. Ich denke mal, da geht's noch nicht lang. Würde ich meinen. Auf jeden Fall können wir mal hier alles kaputt machen, finden. Aber natürlich nichts. Jawohl. Mensch, oh, toll. Können aber jetzt erstmal das hier machen. Geht das nachgeladen? Geht's hier lang? Ja, hier geht es lang. Okay. Gibt's also viele irgendwelche netten natürlich, also ganz netten Leute draußen. Ah, ach nee, wir sind schon voll hier. Okay. Es geht aber noch die Treppen hoch, aber wir gehen wahrscheinlich erstmal hier lang, würde ich sagen. Gibt es immer noch nichts. Gut, okay, dann können wir weiter unsere Kisten kaputt machen. So. Aber hier ist ja eigentlich gar nichts dabei. Also hier ist die Rate an Objekten nicht hoch. Finde ich nicht nett. So. Kriegen wir da oben noch was her? Ne, stimmt nicht, oder? Ich glaube, das können wir vergessen. So. Was haben wir so? Hier können wir mal nachladen übrigens. Ne? Immer ganz nice. So, draußen wird geschossen wie Sau. Das ist ja schlimm. Direkt über mir müsste jetzt was sein. So. Nachladen, nachladen, nachladen. Okay. Okay, aber erstmal haben wir hier alles aufgeräumt. Gut. Oder auch nicht gut, wer weiß es. Wir können hier noch unser Medic-Pack mitnehmen. Nö. Bin ich zu blöd für. Achso, was ist hier eigentlich noch? Auch nix. Ja, toll. Ja, schön. Da freut man sich doch. Oh. Oh, mach mich mal kurz tot, ja. Ist ja lächerlich. Ich fress jetzt mal die scheiß Granate. Mit dem Gesicht. Dankeschön. Ja, da freut man sich doch. Ja. Also wie viele sind denn hier? Das ist ja schlimm mit denen. Wir machen es einfach anders. Au. No. Nee, also ich glaube, wir müssen da hoch. Also nicht, ich glaube, ich weiß es ja. Aber das Lustige ist halt... Wieso... Dankeschön. Ist es noch nicht offen? Ich werde ihn besiegen, nicht. Okay, ich sollte jetzt mal langsam mal ernst spielen hier, glaube ich. Die
Frage ist nur, wie am besten. Weil ich ja instant down bin. Ich kann ja nicht von hinten wegsnipen. Irgendwo könnte ich von hinten wegsnipen. Genau, jetzt fliegt das lassen gehen. Der ist down. Geht doch down. Kurz zurückgehen hier. Es kann sein, dass sie weiter vorne her ankommen, oder? Ja, kommen sie. Ah, Granaten aufgehoben. Mal kurz zwischenspeichern, nicht, dass wir irgendwie verkacken oder so. Da sind welche, okay. Du wirst mich nie treffen. Pistol for the win. Der ist zu blöd, der ist richtig zu blöd, okay. Und da hinten waren noch welche? Waren da hinten noch welche? Nee. Nö, hier gibt es. Nix mehr, okay. Uiuiuiuiui. Ja, kurz speichern und den Otto da oben mal kalt machen hier. Okay, das hat ganz gut geklappt. Ja, hier gab es ja nichts. Ja, super. Okay. Hallo. Hallo. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier beim Yard Manager. Und hier gibt es spannende Musik. Also geht das wahrscheinlich dann hier lang. Ist hier nachgeladen? Ja. Ja. Yard Manager. Kommt bestimmt, wenn wir... Nein, nee, wir haben doch noch hier sowas. Kommen wir um die Ecke und... Gibt es bestimmt irgendwelche Leute hier, oder? Ja klar. Ich höre sie doch schon wieder. Ich höre sie doch schon wieder. Ah, das geht auch kaputt. Das ist nice. So, oh, das ist auch nice. Okay, cool. Damit haben wir hoffentlich erstmal alles mitgenommen. Und können gestärkt gegen die Ottos davor gehen, die bestimmt ja irgendwo rumoxidieren. Ich höre ja schon alles. Ah, da drüben. Da, warte mal kurz, ja. Achso, warte mal kurz. Noch kurz die Leichen schänden hier, indem man ein bisschen Dings draufhaut mit dem Brecheisen. Ist es zwar auch nicht die feine englische Art, muss ich sagen. So, jetzt ist... Au, au. Jetzt hab ich schon was abgekriegt, aber... So, Freundchen. Kurz zurückgehen und nachladen. Der Zwei-Schuss-Modus von dem Teil ist schon ein bisschen OP. Und müsste eigentlich der Teil auch killen, aber macht es nur selten mit einem Mal, weil man auch nicht ordentlich trifft. Man muss ja mit der Schrotze immer genau treffen. Und am besten ist ja die Schrotze und am effektivsten, wenn man direkt davor steht. So. Ich möchte nämlich ein bisschen die Munition, also die Granaten sparen. Weil da gibt es schon wieder Granaten. Oh. Seltsam, aber okay. Granate. So. Nein, nein. Muss ich kurz schnell laden. Okay, gibt's noch Ottos? Puh.
Eigentlich war das jetzt nicht geplant, aber ja, gut, okay, schön. Also aufpassen, wenn ich jetzt hier durchrenne. Hier war es, ne? Es ist auch bei CSGO so, dass ich ausgestellt habe, Waffe aufnehmen, wenn aufgehoben. Das ist der dreckigste Mist, den es gibt, aber naja, gut. Ja, los, komm. Eine Granate weniger kann ich sicherlich noch verkraften. Ja, aber ich lerne auch nicht daraus, muss ich sagen. Hilfe, lass Das uns hier raus. klingt doch gut, oder? Endlich gerettet. Dem Himmel sei Dank, dass... Tut mir leid, ich bin nicht Dr. Rosenberg. Bist nicht Dr. Rosenberg? Ach, oh, scheiße. So. Ach, sinnlos Munition verschwendet. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Nein, hier gibt es nur einen Eiswagen. Toll. Möchte jemand Speiseeis? Nein, schade. Okay. Oh. Nimm das, Bösewicht. Einfach mal instant hier rein böllern. Ich habe mir, glaube ich, selber noch Leben abgezogen. Dazu habe ich doch noch Vorräte hier, ne? Genau, da kann ich doch die 3 Punkte hier auffrischen. Jetzt wird zwar nicht viel, aber ist ja scheißegal. Die 3 Punkte werden sein. Und hier gibt es ja noch viel, viel mehr. Und wir haben, sehe ich gerade, volle Ladung Munition. Nice one. So, okay, ist auch niemand. Gut, dann. Ja, ach so, haben wir ja noch alles da. Und schauen wir mal, was uns jetzt hier so erwartet. Freight Yard. Okay, also hier gibt es ein paar Züge. Oh, und da gibt es auch ein paar nette Leute. Wir haben. Ah, wir haben. Nö. Oh, bin einmal voll reingerannt hier. Oh, treten lassen ist auch doof. Ich bin fast down. Jo, also, schlechte Idee. Gut, wir müssen also die nacheinander ausschalten. Aber vielleicht, wenn wir rechts rumlaufen. Beste Posi ever. Au. Oh. Geh down. So, jetzt müsst ihr aber langsam mal ein paar abgeschossen haben hier. Ja, ah, da ist noch einer. Oh. Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Nee, ich kann dich nicht hören, ich bin taub. Ah. In netter Weise habe ich diesmal die Granate, weil ich ja schon Granaten habe, nicht sofort aufgenommen. Das ist ganz nice. Jetzt tausendfach diese Health Package, als würde ich so scheiße spielen. Okay, mache ich auch. Und man muss ja dazu sagen, ich spiele auf schwer, da sollte eigentlich weniger geben, aber na, okay. Was ist das ja eigentlich? 50er Kaliber Mounted Machine Gun. LOL. Da freut man sich doch. Okay, hier ist nur Rotz drin, hier bestimmt dann auch, oder? Toll, ja.
Und hier? Hier gibt es echt null. Aber auf jeden Fall haben wir wieder so einen Klopferklausel gehört. Okay, der ist hier drin. Kann mich jemand hören? Nein, kann niemand. So, dann machen wir mal. Also sollte es ja jetzt möglich sein. Kann mich jemand hören? Daran zu kommen, oder? Sehe ich etwa falsch? Nein, tut mir leid, ich bin nicht Dr. Rosenberg, aber Sie werden mir doch trotzdem helfen, oder? Nein. Wo jetzt lang? Sie scheinen wirklich jemand zu sein, dem man trauen kann. Meinst du? Dass man mir trauen kann? Okay, hier kann ich ja noch ein bisschen Muni aufheben, ne? Ja. So. Ah! Nimm das, nimm das. Also 50er Kaliber ist OP. Noch mehr? Nein? Okay. Dann kann ich mir noch ein paar Medipacks holen. Habe ich hier noch Medipacks irgendwo rum, Oxidieren? Ja, hier. Hallo. Alter, wie viel Munition willst du aufnehmen? Habe ich jetzt eigentlich schon voll bei der Schrotze? Fast bin ich bei der Schrotze voll. Boah, die Schrotze. Oh, da gibt's noch mehr. Jetzt habe ich den Otto im Schlepptau. Was will ich denn mit dem Otto? Der nervt doch nur eigentlich. Nein, was soll's. Dann würde ich mal sagen... Hab's noch keine Ahnung, wie viel ich das schon gespielt habe, aber wie lange besser gesagt, aber ich denke mal, jetzt haben wir so eine gute Folgenlänge erreicht. Und da sehen wir uns dann hoffentlich bei einer nächsten Folge von Half-Life Blue Shift wieder, wo wir dann weiter hier durchrennen werden, so gesehen. Also, bis dahin könnt ihr auch, wenn ihr wollt, abonnieren. Haut rein!